Aber jetzt steht der Unterschrank hier und das schaut richtig nice aus. Schau ich dir mal an, wie cool die sind. Aber die schauen gerade mega aus. Also, naja, ist jetzt fast 11:30. Und hier jetzt im Terrarium ein ganz kleiner Sneak Peek. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's zu Liquid Nature und zwar zum Nerdsabend, das ist ein Stammtisch. Und ich bringe eigentlich meinen eigenen Unterschrank zu Liquid Nature. Den gibt's ja schon im Online-Shop bei Ihnen, aber jetzt gibt's dann auch einen im Laden, dass ihr euch den dort auch anschauen könnt. Ich habe jetzt auch letztens schon ein bisschen Hardscape gekauft. Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen was ausprobieren bei Liquid Nature. So ein bisschen herumprobieren, wie das nächste Layout fürs 120p werden könnte. Aber dann war ich eigentlich schon ganz happy mit dem, was ich gefunden habe. Und dachte mir, ich nehme das gleich mit. Das sind zwei so richtig große Korbowurzeln, also einmal die hier und einmal die hier. Ich werde euch jetzt ein Foto einblenden und bei der Wurzel hier ist ja ein so ein langer Ast. Also wenn man den, der ist irgendwie so platziert gewesen. Da bin ich noch nicht so happy, das werde ich noch ein bisschen ändern wahrscheinlich. Also ist das Layout noch nicht final. Dann habe ich noch so kleinere Blackwoods gekauft, die dazukommen. Normalerweise mache ich das ja nicht so häufig, dass ich verschiedene Holzarten und Steinarten kombiniere. Aber in dem Fall wird das genau der Fall sein. Also die feinen Wurzeln kommen dazu. Und dann habe ich mir hier ein paar Hakai-Stones mitgenommen. Also richtig schöne Steine. Vor allem den finde ich richtig cool, weil der so flach ist. Und den habe ich so senkrecht platziert gehabt. Dann sieht das so aus, als ob das ein richtig großer Stein wäre. Aber nach hinten geht einfach nicht weiter. Ist sehr, sehr nice, weil der hier ist schon sehr schwer. Also die drei Steine hier, was ich habe, drei Hakai-Stones, haben 17,5 Kilo gewogen. Also sind auch leider relativ teuer. Aber ich habe erstmal die mitgenommen. Das Ganze wird noch kombiniert mit den Lava Crabbles von Arca und noch Flusssteine, also lauter runde Steine. Die Dark Blue Skyrocks kommen noch dazu. Das werde ich dann im Laufe der Zeit noch machen. Jetzt ist halt die große Frage, wann ich das Aquarium hier neu mache. Es ist gerade noch dunkel. Wir haben jetzt zu 1 Uhr, um 14 Uhr geht das Licht an. Ich muss mal schauen. Ich möchte die Fische eigentlich behalten. Und dann brauche ich halt ein größeres Aquarium für die, weil die der Harrier Redtail kann ich schlecht in das 60 Becher einsetzen. Das wäre einfach zu klein für die. Also muss ich schauen, was ich jetzt dann mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ansonsten ist hier noch ein bisschen Chaos. So wie immer, es steht immer irgendwas Neues herum. Also das muss ich noch wegräumen. Hier Kartons von der neuen Skylight-Lampe, die habe ich jetzt schon montiert. Einmal hier bei dem Aquarium und einmal auch hier beim 60p. Dazu gibt es dann mehr in dem Video zum 60p, da werde ich euch die Lampe noch ein bisschen genauer zeigen. Aber gefällt mir schon ganz gut und passt auch für das Aquarium sehr gut, finde ich. Und da gibt es dann bald ein kleines Makeover von dem Aquarium. Ansonsten bin ich gerade dabei, das Video fertig zu schneiden, beziehungsweise rendert es schon, was jetzt schon rausgekommen ist, wahrscheinlich jetzt letzten Sonntag, wo ich beim Gerhard zu Besuch war, also jetzt ist Samstag und morgen kommt das Video. Geht knapp über eine Stunde, also ist echt sehr ausführlich zum Aufbau vom Terrarium. Also bin ich gespannt, wie das ankommt. Ansonsten hier Update zu den Mini-Terrarien. Laufen ganz gut, sind ein bisschen beschlagen, so wie ich es mir gedacht habe. Gar nicht so viel, aber so ein bisschen schon. Auch das hier hinten, auch leicht beschlagen. Das ist halt leider so, wenn das Ganze feucht sein soll. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das hier oben ist nicht beschlagen, weil das ist nicht so feucht. Also da ist der Fania, der braucht ja nicht ganz so nass wie jetzt hier die Moose, was jetzt auch schon fast so trocken ist. Das muss ich auf jeden Fall nachher noch besprühen. Dann schon hier die ganzen Marupots und hier das Wüstenscape. Finde ich auch ganz cool. Gefällt mir noch sehr. Und hier unten habe ich leider ein bisschen ein Problem mit den Anthurium-Setzlingen. Ich weiß nicht, ich glaube denen war es einfach zu warm jetzt die letzten Wochen. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen mehr geöffnet und leider schauen die meisten nicht so gut aus. Dafür schauen die neuen, was hier kommen, wieder gut aus. Mal schauen, was da wird. Also das ist echt schwierig mit denen. Hier auf den 120er habe ich ja auch einen gesetzt. Der wächst hier auf jeden Fall besser. Also vielleicht muss ich die auch schon aus dem Gefäß rausnehmen und an die Luftfeuchtigkeit hier gewöhnen im Raum und einfach nur den Bodengrund nass halten oder halt feucht halten. Vielleicht ist das der bessere Weg. Und hier jetzt im Terrarium ein ganz kleiner Sneak Peek. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Die ersten Bewohner sind eingezogen. So, also ich weiß nicht, ob man mich gut hören kann. Der Ton ist wahrscheinlich relativ schlecht im Mikrofon. Aber hier ist jetzt der Schrank. Der wird jetzt hier aufgestellt. Beim 60B, das muss erstmal ausgelassen werden. Also zeige ich euch danach nochmal im Detail, also der Unterschrank hier. So, die machen das schon allein, die haben jetzt so riesen so Sorgen. Die Bockstören und so ist der Wurst, oder? Nein, die wächst. Perfekt. Ja, die Füße von innen verstellbar. Bist du bereit? Schaut, das was wird. Das
Ich würde euch die Matten sonst noch. Oder müssen wir zu mir? Nichts ist passiert. Zu mir müssen wir. Jetzt noch zwei justieren. Das ist natürlich mit einem vollen Aquarium schwerer als mit einem leeren. Vorne schön ausrichten. So, du gehst nur. Ja, ich glaube, ich kann. Es muss bündig mit einem anderen Aquarium sein, oder? Eine Spur müsste es noch nach hinten. Ja. Beide Seiten? Ja, jetzt klappt beim Klappern. Ja, bei dir muss es noch nach hinten. Das ist richtig schief. Ungefähr so 5 cm. Ja, das passt. Ja? Ziemlich. Ziemlich nämlich. So, ich habe jetzt gewechselt zum anderen Mikrofon. Ich hoffe, man versteht nicht besser, es ist halt relativ laut hier mit den ganzen Leuten. Aber jetzt steht der Unterschrank hier und das schaut richtig nice aus. Ich habe jetzt hier den Metallsticker, das Metallemblem draufgeklebt. Das ist ja immer so extra dabei, das kann man selbst reinkleben, entweder da draußen oder auch hier drinnen oder irgendwo anders. Aber hier der Unterschrank, hier beim Vernebler, werden wir noch einen Untersetzer reinstellen, weil da kommt es immer wieder mal vor, dass da ein bisschen Wasser ausläuft. Und das sollte man vermeiden, wenn es geht. Also, der ist zwar lackiert und komplett geschützt. Hier sind in dem Fall noch die Kappen, sind hier noch extra, die kann man hier noch aufsetzen. Die kann man hier noch reinsetzen für die höhenverstellbaren Füße, damit die auch geschützt sind. Aber dennoch sollte man schauen, dass da nicht unbedingt Wasser drauf tropft. Auch wenn hier Wasser drauf tropft, am besten immer gleich wegwischen. Sollte zwar nichts passieren, aber lieber auf Nummer sicher gehen, damit er wirklich für immer hält. Also der Unterschrank ist ja Massivholz und wird es halt im Normalfall ein Leben lang halten, wenn ihr darauf aufpasst. Also wenn ihr den Schrank jetzt in echt sehen wollt, dann kommt gerne bei Liquid Nature vorbei, könnt ihr ihn auch bei Liquid Nature bestellen oder auch bei mir im Shop, ich werde euch das unten verlinken, also schaut gerne rein. Also echt sehr hochwertige Unterschränke aus Massivholz, Eiche. Es gehen auch andere Holzarten oder halt andere Beizarten, dass der dunkler oder heller ist oder fast schwarz wird auch geben. Da einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr Sonderwünsche habt, auch Sondermaße ist das meiste möglich, so richtig große, riesen Aquarien, ist meistens ein bisschen schwierig, aber alles normalen Größen bis 1,20 Meter ist gar kein Problem. Aber sonst hier das Aquarium mit dem Pflanzenmaß rauswachsen und den Ultraschallvernebler, schaut schon sehr nice aus. Hier die Echinodorus war ja auch von mir, da habe ich ja ein, zwei so größere Ableger hergebracht und jetzt sind das schon so viele, hier sind überall Ableger. Richtig nice, also passt dann richtig gut, dass das Aquarium auf dem Unterschrank hier steht, mit den Pflanzen von mir. Aber ja, hier verteilen sich die Leute, überall sitzen ein paar, ich glaube nachher sollte noch Pizza und Essen kommen. Also überall sind ein paar und reden miteinander. Also ist immer richtig cool, sich auszutauschen. Ist immer wieder bei Liquid Nature auf Instagram angekündigt, wann die Nerdsabend sind. Gibt da nicht so einen richtig genauen Plan und genauen Zeitablauf, wann die immer stattfinden, sondern immer so ein, zwei Wochen bevor es ist, gibt es eine Story oder ein paar Story auf Instagram. Und dann kann jeder vorbeikommen. Hier hinten in der Quarantäne schwimmen ein paar richtige Schönheiten. Die Kugelfische, die ich überlege fürs 120p. Also jetzt, wo ich die da sehe, finde ich die richtig nice. Also schaue ich die mal an, wie cool die sind. Und die sind gerade erst gekommen, also sind noch in Quarantäne. Und schauen jetzt schon gut aus. Also muss ich, glaube ich, bald das 120p neu machen. Mal schauen. Wird sich die nächsten Wochen zeigen. Also schon langsam wird es leerer, deine Tische schon abgebaut. Stefan macht da hinten noch Wasserwechsel. Ist gerade motiviert. Es ist jetzt 23 Uhr, also schauen, dass ich dann um 12 Uhr meinen letzten Zug erwische. Also ein paar Leute sind noch da, also letzter Kern hier auch noch. Und ich zeige euch mal so ein paar Aquarien. Also hier natürlich das 60p mit dem Cabinet von mir. Also ist schon richtig cool, dass jetzt hier so mein eigener Unterschrank steht. Gibt ja auch die anderen Produkte, so wie zum Beispiel hier den Soil Scoop und die Cover für die Vaser, gibt es ja auch hier bei Liquid Nature. Könnt ihr auch auschecken. Und ja, sonst hier das 120p. Schaut auch noch richtig nice aus. Muss jetzt auch bald wieder zurückgeschnitten werden. Vielleicht macht der Stefan das nachher noch, wenn er richtig motiviert ist. Mal schauen. Rest habe ich euch schon vor ein paar Wochen hier auch gezeigt, wo ich hier den Ladentour gemacht habe. Könnt ihr auch gerne reinschauen. Sonst hier Fische, hier sind richtig schöne. Das Bergbundbarsche, glaube ich, heute gekommen, hat jemand gebracht. Schon richtig gut aus. Habe ich schon fast überlegt, ob ich da ein Bärchen mitnehmen soll für 60p. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich die Garnelen. Die sind auch richtig cool, schwarz-weiß. Noch eine. Richtig schöne Männchen. Mal schauen. Garnele schaut gerade interessant aus. Aber ich glaube, die lassen sie in Ruhe, ja. Kann sich gut tarnen auf den Soil. Hier sind die Santa Isabel Scalare und die sind auch schon richtig gut aus. Also die haben so rot-blaue Stellen. Und das soll noch mehr werden, wenn die noch größer werden und älter werden. Aber die schauen gerade mega aus. Also wenn die so richtig im Licht stehen, jetzt hier sind da gerade die Schwimmpflanzen drüber, wo es gerade stehen. Da schimmert das nicht ganz so schön, wie es in echt schimmert.
Aber schon auch richtig nice. Das wäre auch mal cool, ein Aquarium für solche Skalare. Aber dafür sind meine Aquarien einfach zu klein. Also auch das 120p mit 50 cm Höhe ist das einfach zu niedrig. Braucht man schon eher so ab 60 cm, damit die halt wirklich gut gehalten sind. Aber es sind trotzdem richtig schöne Fische. Also hier hinter der Kasse sind meine Produkte einmal Soil Scoop und die verschiedenen Covers für die Klingenreiniger. Und sonst sind hier die ganzen Tools. Hier Oji Heroes, die ganz neuen Fasts. Hier unten ist ja Heroes, nicht da oben. Ist ja fast dasselbe. Es ist jetzt fast 11:30. Also ich werde mich jetzt auch gleich auf den Weg machen, damit ich den letzten Zug nicht da verpasse. Und ein paar Leute sind noch da, aber es werden auch immer weniger. Stefan macht jetzt hier noch Wasser wechseln, oder zumindest die Scheiben sauber. Ein 600er. Also er ist heute noch richtig motiviert. Also wenn er mal bei Nerdsabend kommt, gibt es vielleicht auch mal eine kleine Maintenance-Session. Oder macht sonst irgendwas. Also immer ganz cool. Wieder zu Hause angekommen, es ist sogar schon einen Tag später. Ich habe jetzt gerade Wasserwechsel gemacht und fange jetzt gleich ein anderes Video an. Ein echt cooler Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und was richtig cool ist, ist, dass es jetzt einen Unterschrank für Liquid Nature gibt von mir. Das freut mich sehr. Wenn ihr mal dort seid, schaut ihn euch an und schreibt mir gern, wie ihr ihn findet. Und dann bis zum nächsten Mal.